Hallo Klickenabendler, heute spielen wir die Quacksalber von Quedlinburg, nicht angesagt, sondern spontan Live-Let's Play. Und zwar haben wir hier die Vorabkopie von der Erweiterung, die Alchemisten, die demnächst noch erscheinen wird. Und ja, gestern haben wir nochmal ganz kurz schnell das Grundspiel gespielt, damit wir wieder drin sind. Und heute stellen wir euch die Erweiterung vor. Wir haben es dementsprechend schon mal aufgebaut. Im Prinzip ändert sich nicht viel. Jeder bekommt allerdings hier noch ein Essenz, Gefäß, wo er die Essenz sammelt. Ein Steinchen runtergeschmissen. Und ich habe mein Steinchen runtergeschmissen. Es gibt ein neues Steinchen, das für diese Essenz wichtig ist. Ansonsten ist der Aufbau erstmal ganz, ganz normal. Man kann die Karten, die neuen, hier einfach reinmischen. Wir haben jetzt einfach nur die neuen Karten genommen, richtig? Das heißt, hier kommen nur die neuen Effekte zum Tragen jetzt, damit ihr seht, was da anders ist. Man kann sie auch mit der Hexen-Erweiterung mischen. Allerdings gibt es dann noch andere Karten, die haben wir jetzt nicht eingebaut. Es sind Marker drin von Patienten, die habe ich jetzt nicht benutzt. Das machen wir diesmal anders. Wir haben ja ein paar Zuschauer drin, ansonsten sagt mir die Berner was an. Hier sind Krankheiten dabei und drei davon gibt es für uns zur Auswahl. Normal nimmt man die Marker, schmeißt sie in den Sack und man kriegt die drei zur Auswahl. Ich lese sie mal kurz vor. Zur Auswahl gibt es Schreckhaftigkeit zur Behandlung, Vampirismus, Segelohren, die Grafiken sind echt süß, Rübennase, Ohrwurm, Hühneraugen, Vergesslichkeit, Hexenbuckel. Mit welchen dreien zur Auswahl soll man spielen? Ich bin ja für den Ohrwurm. Okay, warte. Nee, das machen wir gleich anders. Du brauchst noch nichts raussuchen. Also ich wollte gucken, was es gab. Ich habe von mir vergessen. Achso, Hexenbuckel, Vergesslichkeit, Hühneraugen, Er sollte Rübennasen, Vergesslichkeit nehmen, ne? Vampirismus, Vergesslichkeit nehmen wir, weil du so vergesslich Ja. bist. Und wir nehmen vielleicht noch den Vampirismus. Die werden normalerweise zufällig bestimmt. Wir haben sie uns jetzt rausgesucht. Die Grafiken sind aber echt, echt süß gemacht. So, dann haben wir hier drei zur Auswahl. Und wir haben die Karten, wo wir die verschiedenen Essenzen haben, um diese Krankheit zu kurieren. Und die suchen wir uns jetzt raus. Das heißt, theoretischerweise können wir jetzt dasselbe behandeln oder was anderes. Ich lese jetzt noch kurz vor, was die machen. Vampirismus. Du darfst einen zusätzlichen Chip für den erreichten Wert kaufen. Also was du hier an Wert erreichst, darfst du noch einen Chip kaufen. Das ist Vampirismus. Oder Vergesslichkeit. Du darfst einen beliebigen farbigen Chip aus deinem Kessel, außer Narrenkraut, das ist das Neue, das hier ist das Narrenkraut dann, das ist die neue Essenz, zurück in deinen Beutel legen. Reduziere dafür deine Essenz um so viele Felder wie der Wert des Chips. Du darfst einen beliebigen farbigen Chip aus deinem Kessel zurück in den Beutel legen. Okay, also wenn du was schon verbaut hast und es gefällt dir nicht, wahrscheinlich die Weißen, darfst du sie wieder reintun, muss dann aber hier wieder zurückgehen. Das macht die Vergesslichkeit. Und dann haben wir noch Ende der Essenzphase. Ziehe die aus deiner Essenz angegebene Anzahl Chips aus deinem Beutel und lege sie in deinen Kessel. Da kannst du nachträglich nochmal Chips ziehen. Weiße Chips verursachen dadurch keine Explosion. Das ist der Ohrwurm. Ich würde gegen den Ohrwurm handeln. Also ich versuche den Ohrwurm zu bekämpfen. Wo lege ich den jetzt hin? Ich lege den mal hier hin. Kannst du entweder gegen denselben oder gegen einen der anderen zwei. Suche es dir aus. Ich nehme auch mal den Ohrwurm. Du nimmst auch mal den Ohrwurm, okay? Dann legen wir unsere Essenzkarte, die passend zum Ohrwurm ist. Die muss ich jetzt gucken. Die kommt dann direkt hier hin und füllt das aus. Und das heißt, je nachdem, wie weit wir kommen, steht hier einfach mit Rattenschwanz, zweifach, dreifach, vierfach bis sechsfach. Ziehe die aus deiner Essenz angegebene Anzahl an Chips, also wenn man es ganz hinten schafft, sechs Stück, und lege sie in deinen Kessel. Weiße verursachen keine Explosion. Die anderen brauchen wir dann in dieser Runde nicht. Und dann haben wir hier noch das neue Kraut, was es hier gibt. Dafür kommt dann auch ein Buch rein. Dann nehme ich jetzt einfach hier Zug weiter 1. Lege einen beliebigen farbigen Chip, keinen weißen, aus deinem Kessel zurück in den Beutel. Das ist jetzt das Kraut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Narrenkraut. Narrenkraut. Genau. Haben wir auch ein neues. Ansonsten bleibt der Aufbau relativ identisch. Wir nehmen unseren Sack. Das heißt, da kommt wieder das rein, was ihr zu Start reinbekommt, auch wie es im Grundspiel steht. Einen orangenen, einen grünen, vier weiße Knallerbsen, zwei Zweier-Knallerbsen und eine Dreier. So.
Aber wie kommt man jetzt hier vorwärts? Wie kommt man da jetzt vorwärts, genau. Nachdem wir unseren normalen Zug gemacht haben, wird die Essenz aus dem Topf, die ist direkt über den Topf gesammelt, und zwar kommt der hier vorwärts. Für jede andersfarbige Farbe in deinem Topf, weiß zählt nicht mit. Also am Anfang haben wir ja Orange und Rot, da würde er schon mal 2 vorgehen. Orange dann, und Grün. Orange und Grün, richtig. Orange und Grün. Also wenn wir mehr Farben haben, noch weiter. Dann geht er einen Schritt vor, wenn wir genau 7 Knallerbsen drin haben. Und dann geht er einen Schritt vor für jeden Nachbarn, zu zweit gibt es nur einen, wo er explodiert ist. Okay. Das heißt, du versuchst möglichst viele verschiedene Farben zu sammeln, um da vorzukommen. Und das passiert alles vor der Wertung, dann kriegst du das hier noch und dann kommt die richtige Wertung. Okay. Und dann beginnen wir mit Phase 1. Then let's go. Hey, ho, let's go. Ups, jetzt habe ich wieder so viele Chips gezogen. Und ich sehe gerade, ich kann mein Audio noch ein bisschen nach oben drehen. Das mache ich mal so, damit wir in den gelben Bereich nahezu kommen. So, jetzt müsste es passen. Ich ziehe mal ein. 2 Knallerbsen, die sind okay. Eine grüne, das ist super. Ich hätte gerne noch den orangen, aber das ist natürlich hier sehr unwahrscheinlich. Ich habe die meisten Farben, die am Anfang gehen. Dass ich das geschafft hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich höre mal 3, auf. 4. Ich komme ja eins weiter vor, wenn du explodierst. 5. Och, ist das Mist. Wenn ich jetzt nur die 3 ziehe, bin ich raus. 6, 7. Ich höre auf. Okay, dann haben wir es ganz genau geschafft. Das heißt, bevor es jetzt die normale Wertung kommt, hier die in der Mitte dargestellte, kommt jetzt erstmal diese Wertung hier. Das heißt, wir gucken, wie viele verschiedene Farben haben wir. Ich zoome mal ran. Na, wir haben ja hier ein neues Brett. So, jetzt müssten die Bretter ziemlich gut sichtbar sein. Und das heißt, ich habe 2 verschiedene Farben. Ich gehe schon mal 2 vor. Die Berner genauso? Eins. Oder dann, zählt, weiß, nee, weiß zählt nicht. Nee, weiß zählt nicht. Dann zählt man, ob man genau 7 hat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht nochmal einen Schritt. Und dann, ob einer der linken und rechten Nachbarn explodiert ist, ist es nicht. Passt. Das heißt, ich kriege die Essenz hier bei der mal 2. Das heißt, ich darf nochmal 2 Chips da rausnehmen und der kann nicht explodieren. Und du kriegst die Essenz, musst du gucken. Ich krieg den Rattenstein. Eins und den Rattenstein, oder? Kriegst du. Das stimmt, eins und den Rattenstein. Genau, das heißt 1, 2, 3, 1. Wir hätten natürlich auch unterschiedliche Essenzen nehmen können, haben wir jetzt nicht gemacht. Vielleicht spielen wir nochmal eine zweite Runde und nehmen dann mal 2 verschiedene. Das war's. Jetzt kommt die normale Wertung. Halt den Rattenstein. Den kriegst du nächste Runde 1 weiter, heißt das. Ah, okay, das heißt 1 weiter. Also aber auch wenn du nicht kriegst, geht er dann aufs erste Feld. Das merkst du dir jetzt einfach oder legst ihn da drauf. Das kann ich mir schon merken. Gut, dann wird der Würfel gewürfelt. Den kriegen wir in dem Fall beide, ne? Ein Siegpunkt. Wow. Da hat sich jetzt noch nicht viel unterschieden. Dann die grünen Chips oder die weißen oder die grünen. Die grünen, die schwarzen oder die links. Ich habe gar nichts. Ich habe einen grünen. Aber nicht als letzter oder vorletzter. Nee. Damit gibt es nichts. Ach stimmt, die müssen. Dann den Rubin. Ja, kriege ich. Ja, krieg ich nicht. Du nicht. Dann die Siegpunkte. Ich kriege 2 Siegpunkte. Ich auch. Du auch. Und dann einkaufen für 13. Jetzt kann man auch den hier nehmen. Das heißt, lege einen beliebigen farbigen Chip, keinen weißen, aus deinem Kessel zurück in den Beutel. Es müssen farbiger sein. Okay. 13. Und wir wollen verschiedene Farben haben. Ich will mal so ein Zweierblau. Was kostet der? Der kostet 10. Ja, da bin ich auch finito. Da ich 13 ausgeben darf, nehme ich ein Zweierblau und noch ein Kürbis. So. Dann haben wir eingekauft. Was darf man dann? Dann dürfen wir noch die ausgeben, um die Flasche zu drehen oder halt den Stein eins weiter. Ich gebe es aus. Und dann kommt alles wieder in den Sack. So, jetzt sind wir beide gleich weit. Das heißt, die Berner darf ihren Rattendings ja trotzdem um eins weiter. Du kriegst einen Rattenschwanz automatisch. Mhm. Okay. Und dann gehen wir hier in Phase 2. Und bei Phase 2 ändert sich jetzt was. Aber das ist jetzt das normale Grundspiel. Das heißt, ein gelbes Buch kommt jetzt rein. In diesem Fall sind es jetzt die Funktionen, die direkt den vorderen, also wir spielen hier mit dem Einser-Set, wenn ihr euch das fragt, die den vorderen Weißen entfernt. Und dann geht es wieder weiter. Einmal ziehen. Und wir wollen möglichst verschiedenfarbige. Ich habe noch keine roten. Die roten möchte ich eigentlich auch noch gern haben.
läuft aber gerade, ich ziehe gerade nur. Achso, wir haben ja auch noch nicht viel mehr als die 1. Aber wir haben vergessen, die Karten aufzudecken. Heieieiei. Was waren die erste? Du bekommst einen Rubin, wähle. Du bekommst einen Rubin, einmal würfeln und drei zusätzliche Rattenschwänze oder einen roten Zweier-Chip. Dann nehmen wir jetzt den roten Zweier. Ja. Dann decken wir die Karte für diese Runde auf. Haben wir tatsächlich vergessen. Nach deinem Stopp ist dein letzter Chip im Kessel weiß, bekommst du so viele Siegpunkte wie der aufgedruckte Wert dieses Chips. Okay. Also der letzte soll weiß sein. Und keinem der Live-Zuschauer ist es aufgefallen. Ja, Mann, Mann, Mann. Eins. Der letzte sollte ich weiß sein. Höre auf. Ich habe jetzt 4, ich mache noch weiter. Ich hoffe, ich ziehe ja noch einen roten, weil jetzt ist ja ein roter drin. Den hätte ich gerne gezogen. Ja, und weil da 2 Orangen davor sind, geht da nämlich 1 weiter. Und ich kann immer noch einen Dreier ziehen. Jetzt wird es langsam riskant. Jetzt würde ich aufhören. So, was passiert, wenn der letzte weiß... Also es kommt aber erst bei der Wertung. Mhm. Jetzt machen wir erstmal die Essenz. 1, 2. Ich habe 3 Farben. Also er geht wieder auf 0, ne? Ist klar. Ach so. 3 Farben. Du bist nicht explodiert, nehme ich mal an. Nein. Ich habe genau 7. Ich krieg noch 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich leider nicht. Und dann dürfen wir noch 2... Also ich darf 2 Chips noch ziehen. Ich da... Zweimal Ratte. So, toll. Dann darfst du den Rattenstein nachher 2-mal weiter bewegen. Gut, dann gibt es die Wertung. Ganz normal. Das heißt, wir kriegen jetzt noch Siegpunkte für die Cut, ne? Wenn der letzte weiß ist. Ja, kriege ich 2. Du 2, ich 3. Dann hier. Das darf 1 vor bei uns beiden. Und dann, was gab es da noch? Grün wird gewertet, habe ich nicht. Also ich, zählt bei mir nicht. Dann kriegst du einen Rubin. Und schwarz oder rosa, pink. Kann man nicht. Pink ist noch gar nicht drin, kommt jetzt erst. Dann gibt es eventuell einen roten Stein, kriege ich nicht. Ich. Und dann gibt es Siegpunkte und Einkauf. 4 bei mir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und wir dürfen einkaufen. Ich für 17. Drei, gib mir mal so 9. Was? So 9. So 9, so ein Narrenkraut. Mhm. 17. Dann nehme ich mal hier so ein und so ein. Okay. Und ich möchte noch. Achso, und dann darfst du noch ausgeben, ja. Ja, möchte ich tun. Dann kommen jetzt auch die Geister ins Spiel. In dem Fall auch 1er Set. Nimm dir den angegebenen Bonus abhängig von deinen lila Chips. Und wir haben jetzt die neue Farbe im Spiel. So, und ich krieg was ja gut für die Erweiterung jetzt ist. Was 2 Rattenpunkte oder kriege ich dann noch was? Nö, weiß ich doch nicht. Ja, guck doch mal bitte, ich sehe es von hier nicht. Wo bist du denn drauf gekommen? Nein, die 2 Rattenpunkte kriege ich für hier. Ja. Was willst du? Da, auf dem Brett. Ach so, 1 Rattenpunkt. Und ich sehe gerade hier, die Rattenpunkte werden auch nicht einmal. Das ist jetzt gerade die Frage. Was war die Funktion? Achso, wie viel du rausnehmen kannst. Ja, einmal und Ratten nach vorne. Aber warum kriegst du denn 2 Rattenpunkte? Du kriegst 2-mal Rattenpunkt steht doch da. Ist das so gemeint? Oder ist das so gemeint, wie jetzt muss ich gucken, die Anleitung haben wir nur per PDF. Ich gucke gerade mal. Ich dachte, das wäre, warte, das ist der Ohrwurm, ne? Ach so, du meinst... Einen nach dem anderen aus deinem Beutel. Nee, das sind 2 Chips und 1-mal Ratte. Ach so. Dann habe ich die 2 Chips vorhin nicht gesetzt. Egal, Pech gehabt. Gut. Gut, dann halt 2-mal Ratte, weil einmal kriege ich von da... Einmal Ratte hier rüber, ja. Einmal Ratte da rüber. Genau, dann kommt alles wieder zurück. Nächste Karte wird aufgedeckt. Deine Essenz steigt um die Zugweite des letzten Chips in deinem Kessel. Deine Essenz des letzten Chips, okay. Wo kommt denn dieses Dings her? Ja, das ist der Wind. Okay. Wenn ihr so Gruselgeräusche hört, das ist der Wind draußen. Ich habe schon überlegt, ob irgendwo eine Tür offen ist, aber, also ein Fenster offen ist. Was ist. Oben. Doch, das da. Nee, das nicht. Okay. Ja, oben, aber... Meinst du, das kommt von oben? So schauriges... 2. Was darf man bei Blau nochmal? Darf ich nochmal 2 Chips ziehen und 1 davon anbauen? 2. Dann baue ich natürlich den schwarzen an. Was macht das Neue?
Lege einen beliebigen farbigen Chip, keinen weißen, aus deinem Kessel zurück in den Beutel. Dann kannst du deine Nummer ziehen. Und das hat das eine Zugweite? Nö. Lege einen beliebigen Chip. Das heißt, du kannst den gar nicht platzieren, oder was? Ja, das ist jetzt meine Frage. Das weiß ich nicht. Das muss ich auch nachgucken in der PDF-Regel. Sekunde. Das war das Narrenkraut, ne? Ja. Narrenkraut. Wo habe ich das denn? Oder ersetzt sich das dann sozusagen damit? Verstehst du? Ich guck. Die neuen Zutatenbücher. Bevor du das Narrenkraut in deinen Kessel legst, zählst du wie viel... Achso, nee, du hast... Welchen haben wir denn jetzt? Wir haben den 10er Narrenkraut da. Leg zuerst das Narrenkraut auf das nächste Freifeld in deinem Kessel. Mhm. Danach darfst du einen beliebigen farbigen Chip, keinen weißen, zurück in den Beutel legen. Also ja, du legst die auch immer in den Kessel. Okay, also ist sozusagen ein Einer. Ja, ist ein Einer. Ich habe aber keinen anderes farbigen, den ich sprechen kann. Das ist schade. Vier. Zwei. Das Narrenkraut kann man nicht upgraden, deswegen haben sie wahrscheinlich nichts drauf geschrieben. Sieben. Eins. Hm. Komm, da kann ja jetzt nicht mehr viel weiß kommen eigentlich. Drei. Das sind jetzt fünf. Da darf ich zwei ziehen und einen legen. Sechs. Boah, jetzt wird es riskant. Ich riskiere es mal, dass er explodieren könnte. Und er ist genau sieben. Und darauf lasse ich ihn. Ich bin fertig. Ich auch. Okay, dann heißt das zuerst die Essenz. Zählt der jetzt als andersfarbiger Chip? Das Narrenkraut selbst? Wahrscheinlich. Ist das Narrenkraut da ab? Ja, sie ist jetzt sogar dargestellt hier auf dem Essenzding. Zählt mit. 1, 2, 3, 4 habe ich. Dann ist deiner explodiert? Nein. Meiner auch nicht. Ich habe aber genau 7. Ich auch. Dann geht er hier runter und ich kriege jetzt noch 3 Chips aus dem Sack, ohne dass es explodieren kann. 3 Chips und eine Rate. Und wir tun hier die ganze Zeit Essenz herstellen gegen den Ohrwurm. Ist Ohrwurm. Ist denn die Frage, der Grüne zählt dann nicht mehr als letzter, aber ich die 3 noch an. Richtig, das ist der Nachteil davon. Ich weiß nicht, ob du sie anbauen musst, aber es zieht ja seine angehende Anzahl aus dem Mund und lege sie in deinen Kessel. Nee. Dafür kriegst du halt mehr Siegpunkte und mehr Einkauf. Ne? Aber ja, da zügig ist die Karte chaotisch, dass du den grünen Effekt, der grüne ist damit jetzt nicht mehr so stark, weil du nicht wirklich beurteilen kannst. Aber, aber du kriegst ja auch die anderen Effekte, die du da hast. So, hier noch deine Essenz steigt um die Zugweite des letzten Chips. Ach so. Das wäre ja dann. Das hätten wir vorher machen müssen. Ja. Wir hatten 3, das heißt, der wäre noch um 1 gegangen, da hätte ich noch einen mehr ziehen dürfen. So. So, dann gibt es Siegpunkte. Angefangen, ich krieg den Würfel. Eins weiter, du auch. Dann grüne, schwarze und die Geister. Ich habe davon nichts, was gewertet wird. Dann gibt es eventuell einen roten, ich krieg keinen, weil auch das kann sich dann natürlich dann verschieben. Dann Siegpunkte und Einkaufen. Ich krieg 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du, wie viel? 5. 2, 3, 4, 5. Und dann darfst du auch für 18 einkaufen. Ja, weiß man nicht. Ich darf für 20 einkaufen. Ach, Heidewitzka. 18. Kaufe ich mir so einen roten Vierer. Mit 16 habe ich noch 2 übrig. Geht nicht auf, also ich krieg nur einen roten Vierer. Ich habe einen lila und einen schwarzen gekauft. So, dann sammeln wir die wieder ein. Die Essenz geht dann natürlich wieder auf 0. Und wir sind in der nächsten Runde. Karte wird aufgedeckt. Sonst passiert nichts. Ich lese die Karte mal vor. Du darfst bis zu 3 Rubine abgeben. Für jeden abgegebenen Rubin bekommst du 3 zusätzliche Rattenschwänze. So, ich krieg noch 2 Rattenschwänze, wenn ich das richtig sehe. Ja, tatsächlich. Und dann ziehen wir wieder. Ziehen. 2. Was war bei Blau? Darf ich nochmal ziehen? Ne? 2 Stück und einen davon anbauen. Ja. Dann nehme ich natürlich den Orangen. Weil ich hoffe, die Roten später zu ziehen. Ah, 1, 2, 1. Ich hätte gerne noch mehr Orangen, bevor ich die Roten ziehe. Ja, sehr gut. 3. 1, 2, 3.
Hallo Udo, ja, du kommst fast pünktlich. Wir spielen gerade das neue Quacksalber von Quedlinburg, die Alchemisten. Wahrscheinlich werden wir auch gleich noch eine Runde spielen, weil tatsächlich wir nochmal zwei andere Charaktere nehmen. Vielleicht nimmt dann jeder einen unterschiedlichen. Wir nehmen gerade denselben. Den Ohrwurm. Ist doch echt eine süße Grafik hier vom Ohrwurm, oder? Vier. Eins, ich bin bei vier. Fünf. Sechs. Oh Mann, das läuft aber auch nicht gut. Ich habe doch da so viel farbige Chips noch dran. Komm schon, farbigen. Fünf. Den darf ich jetzt rausnehmen. In der Erweiterung befinden sich übrigens auch Ersatzchips von den Knallerbsen. Um die auszutauschen, wenn sie schon abgegriffen sein sollten. Steht auch extra genau so drin. Oh, 4. 1, 2, 3, 4. Und weil ich zwei Orangen habe, geht der nochmal 1, 2, 3. Ich höre jetzt auf. Besser ist das. 3, 4, 5. Ich traue mich noch. 6. Traue ich mich jetzt nochmal. Ach komm, ich traue mich nochmal. Ah, 7, 8. Okay. Das heißt, mein Kessel ist explodiert. Dann haben wir das auch mal. Erst die Essenz, das heißt jetzt die verschiedenen Farben, egal ob er explodiert ist oder nicht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Farben, dann geht er auf die 5. Ich habe nicht genau 7 und ich habe nicht, dass mein Nachbar explodiert ist, aber die Berner kriegt eine Essenz mehr, weil der Nachbar explodiert ist. So, jetzt darf ich noch 4. Und jetzt darf ich laut Essenz noch 3 weitere aus dem Beutel ziehen und er kann nicht mehr explodieren. Das ist gut. Dann kann ich den ganzen noch von vorn folgen. Okay. Habe ich aber auch genau 4 noch drin. Das ist ja super. Ich habe tatsächlich nur noch 2 drin. Okay. Dann kriegst du den Würfel. Ich ja nicht. Das heißt, du kriegst noch einen Kürbis. Dann wird grün die Geister und schwarz gewertet. Ich habe schwarz. Ich habe auch schwarz, wir haben gleich viel, das heißt, unser beider Dings geht nur eins vor. Gut. Grün wird bei dir nicht gewertet, nein, bei mir auch nicht. Lila. Kriegst du einen Siegpunkt. Dann roter Stein kriege ich nicht, weil kein Rubin fällt. Ich auch nicht. Und dann Siegpunkte oder kaufen bei mir und bei dir beides. Ich krieg 7 Siegpunkte. Ach du Heilige, will ich die oder will ich kaufen gehen? Das tut jetzt weh. 23. Ach, du bist genau auf derselben Zahl wie ich auch. Wie bitter. Ich hätte gerne mal so ein Vierer Gelb. Der kostet 18. Ja. Den nehme ich auch. Dann habe ich noch 5 zur Verfügung. Dito. Dann nehme ich einen Grün. So. Ja, dann kommt das wieder in den Sack. Essenz wieder auf 0. Also die Essenz zwingt einen im Prinzip immer dazu, möglichst ein buntes Gemisch von Chips zu haben, weil man dann den Effekt bekommt. Und ich bekomme jetzt meinen Rattenchip. Wie viel bist du vorne? 2. Dann lese mal die Karte vor. Hast du die da schon hochgeschrieben? Noch nicht. Du darfst einen deiner Hexenpfennige abgeben und dir dafür einen beliebigen Chip nehmen. Ja, das ist mit der Hexenerweiterung, oder? Zeig mal die Karte, habe ich die vergessen aufzusehen. Ja, es sind auch Karten drin, die gehen nur mit der Hexenerweiterung. Die haben wir jetzt gerade nicht drin. Okay. Du darfst 1, 2, 4 Rubine abgeben. Nimm dir dafür einen beliebigen 1er, 2er, 4er Chip. Ja. Nicht lila. Oder nimm dir 2 Rubine. Ah, dann nehme ich mir 2 Rubine. Ich nehme auch die 2 Rubine. Okay. So, dann. Next. 2er Chip. Oh, der geht dann aber nur 2 und nicht weiter, das ist ärgerlich. Nein! Noch ein roter. Oh, die habe ich doch extra dafür, dass sie weitergehen. Will ich den reinschmeißen? Ich schmeiß den roten rein. Ich will, dass der später kommt. Nee, ich ziehe den jetzt gleich nochmal. Der soll später kommen. Ah, der grüne soll eigentlich auch erst spät kommen, egal. Genau, nach dem Orangen. Jetzt bringt er doch ein Feld mehr, Mensch. Jetzt ziehe ich ihn wahrscheinlich nicht mehr. Oh, scheiße, ey. 6. Ah, einer. Na komm. Jetzt ziehe ich aber echt nicht gut. Da muss doch noch was gehen. Oh, explodiert. Explodiert. Ich könnte natürlich wieder reinschmeißen. Nein. Achso, nein, das geht nicht. Stimmt. Reinschmeißen geht nur vor dem Explodieren. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit? So, 3, 4 anscheinend hoch genug.
1. Ich habe 4. Das heißt, ich versuche jetzt genau die 7 zu bekommen. 5, 6. Ich riskiere mal, dass ich noch einen Einsatz ziehe. Das ist aber der falsche Einsatz. Nein, den Dreier. Auch explodiert. Das war dumm. Gut. Dann Essenzwertung. 1, 2, 3, 4. Ist bei dir explodiert und bei mir auch. Mhm. Also geht da eins vor. Bei beiden. Ja. Und darf ich noch 3 Chips ziehen. Ich auch. Achso, ich habe eine blaue 2, dann darf ich noch. Darf ich den jetzt? Nee, wahrscheinlich nicht den Effekt. Doch, den Effekt machst du, glaube ich, trotzdem. Nicht, dass es jetzt noch was bringt. Chips verursachen keine Explosion. Lege sie in deinen Kessel. Ja, doch, doch, machst du schon. Mache ich ja jetzt gerade auch den einen Effekt. Ja, aber es bringt mir jetzt nicht mehr wirklich was. Ja, dann lass es. Kann ich machen, aber. Gut. So, dann kommt die Wertung. Bei beiden explodiert, also würfeln wir nicht. Dann grüne, oh, wie halt pinkene und ist lila, grün, lila und schwarz. Ich krieg einen Siegpunkt für lila und schwarz. Schwarz kriegen wir beide eins vor. Grün, lila und schwarz. Okay, dann Siegpunkte oder kaufen. Ich nehme diesmal die Siegpunkte. 6, 7, 8. Damit ich die Bänder wieder einholen. Ich will noch so einen Narren. Ja, und den Rubin kriege ich trotzdem. Ich will noch so ein Narrenkraut und hier so ein Pink, so ein Lilan. Jetzt Narrenkraut zählt als Farbe, ne? Hm. Das ist das eine. Hm. Und zweitens kannst du einen da wieder reinschmeißen, den du nachher wieder ziehen kannst. Und ich gebe 2 aus und tue meine Flasche wieder umdrehen. Achso, ich gebe 2 aus für hier. Und tue alles wieder zurück. Das Narrenkraut ist schon ganz cool. Du kannst nämlich einen Farbtyp wieder reinschmeißen und den dann später kriegst ja wieder du einen Rattenschwanz übrigens. Ja, du kannst einen Vierer doppelt sozusagen machen, ja, wenn du viel Glück hast. Wenn du Glück hast, ja. Das ist halt schon nicht so schlecht. Hast du deinen Rattenschwanz gemacht? Ja. Runde weiter. Wir kriegen beide einen Einsatzchip. Ups, das habe ich jetzt nicht wirklich vorbereitet. Warte, die sind hier. Ich habe sie hier auch. Hier sind sie. Von der Erweiterung nehmen wir sie jetzt einfach kurz. Wie ist die Erweiterung? Ach, das sind noch die Rohdinger, die nehmen sie von da. Lustig. Also ich finde sie gut. Ändert halt nochmal ein bisschen den Effekt. Was ist das? Die neue Karte. Du bekommst 8 zusätzliche Rattenschwänze oder würfel 4-mal oder bewege deine Tropfen um 3 Schritte. Ich nehme die 3 Schritte auf den Tropfen. Was kann man 4-mal würfeln? Sie verhindert zumindest erfolgreich eine Einfarbenstrategie. Ja, je nachdem, welche drin sind. Ne? Udo, du warst vorhin nicht da. Kann man jetzt auch nochmal für den Neuen, der jetzt drin ist, sagen. Man zieht am Anfang zufällig 3. Dafür gibt es Blättchen, die man in den Sack schmeißt. Und davon sucht man sich eine aus, die man bekämpft. Eine Krankheit sozusagen. Hier der Ohrwurm. Wir haben jetzt beide die gleiche genommen. Normal haben wir auch unterschiedliche, kann man auch nehmen. Und das ist damit auch immer anders. Die, die wir jetzt haben, bekämpft eindeutig eine Einfarbenstrategie. Nee, immer. Weil ach so, ja, nee, generell. Ach, stimmt. Ja, generell bekämpft es immer die Einfarbenstrategie. Wenn man die Essenz überhaupt nutzen will, muss man ja nicht, ne? Ja, stimmt. Und die, die wir jetzt haben, bekämpft, dass man mit den Erbsen kaum Risiko eingeht. Ja. Allerdings kriegt man da relativ wenig Rubine, weil man nicht rauskriegt, wo man landet. Ne? Weil man ja nachher noch 3 zieht oder 2. Stimmt, die bekämpft auf jeden Fall die Einfarbenstrategie, das ist richtig. Udo, vollkommen ganz recht. Ich bin noch nicht ganz wach. Muss ich noch einen Kaffee drücken. Habe ich heute noch nicht. Ganz wach um 12. Das muss man jetzt auch mal. Ja, so ist das in der Elternzeit. Da darf man auch ein bisschen müde sein um 12. 1, 2, 3. Oh, das ist nicht gut. Da sind doch noch mehr drin. Wieso kommen denn jetzt die ganzen Knallerbsen? 3. Guten Morgen, Robby. Jetzt habe ich genau 7. Jetzt weiter zu ziehen wäre wohl schlecht, hm? Ja, obwohl hier echt noch ganz viele Farben drin sind, glaube ich. Oh ne, gar nicht so viel. Lassen wir es lieber. Ich höre auf. Ich habe nur 3 Farben.
Ich habe aber genau 7 und dann gucken wir, ob die Berner explodiert. Machst du Boom? Boom, Boom, Boom. Ich habe erst 6. I want you in my room. Ah, ja, na klar. Mist, muss man da sagen. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Farben. Bin explodiert. Mhm. Sehr gut, dann komme ich 1 vor. Ich bin nicht explodiert, ne. Und dann kriege ich noch 3 Chips. Ich auch 3 Chips. 4, 1, 2, 3, 4. Und ich habe 2 Orangen, da geht 1 weiter. 2. Mist. Und echt immer der blöde Dreier. 1. Okay. Dann. Ich kriege den Würfel, du nicht anscheinend. Das heißt, ich kriege einen Kürbis. Dann schwarz, grün, pink. Ich habe lila. Oder lila. Den Siegpunkt. Schwarz heißt für mich ein weiter. Nein, ich habe keinen. Du kriegst sogar. Oh, ein weiter unten Rubin. Ja. Grün gibt bei mir nichts. Hast mir du genommen? Aber. Ich habe ihn als letzten. Und schwarz. Warte, gibt einen Rubin. Also du bist jetzt schon bei der Rubinwertung. Nee, grün als letzten gibt doch einen Rubin. Ja, oder vorletzten, ja richtig. Ja, habe ich das. Dann den Rubin vom Feld kriege ich nicht. Und dann Siegpunkte oder einkaufen bei dir, bei mir beides. 6, 7 und dann kann ich noch einkaufen für 23. Ich will jetzt auch mal hier den da. Dann habe ich noch 13 übrig. 13 übrig. Dann nehme ich noch den. Hier ist noch irgendeine Farbe hinzugekommen, die ich nicht im Sack habe. Lila, Dings, wie viel kosten der? 9. 9 plus 10 sind 19. Wie viel habe ich da noch übrig? 4. Für 4 gibt es, glaube ich, doch, gibt es einen Kürbis. Okay, dann. Nächste Runde, ändert sich nichts. Außer, dass es eine Cut gibt. Ich gebe noch aus. Cut. Du gibst noch aus. Ja. Mache ich auch. Hast du zu Rundenbeginn 2 oder mehr Rattenschwänze in deinem Kessel, darfst du einmal würfeln. Haben wir aber nicht. Haben wir nicht. Wir sind genau gleich. So ein Pech. Kann man durch die extra Chips noch explodieren? Die Frage verstehe ich nicht. Die musst du mir anders aufschreiben, Ghosty. Dann geht's los, oder? Ja. Also wir haben ja keinen Effekt gehabt. Ja, okay. Kann man durch die extra Chips noch explodieren? Durch die Dings da. Du kannst damit keine Weißen wegnehmen. Nee, du kannst damit, ja, kann man. Ah, das ist die Frage. Die, also jetzt, auch da gibt es 4 Bücher drin, alle doppelseitig mit unterschiedlichen Effekten. Durch den Effekt, ja, kann man noch. Das war seine Frage. Weil du darfst damit keine Weißen entfernen, sondern nur farbige. Das heißt, der Effekt klingt erstmal schwach, ist aber stark, weil man zum Beispiel so eine gelbe 4 oder grüne 4 dann halt nochmal doppelt ziehen kann, weil man die wieder in den Sack tut und schon weiter vorne ist. Also ja, man kann noch explodieren dadurch. 1, 2, 3, 4, 1, weiter. Jetzt habe ich die Frage verstanden. Nehme ich an. Ja, ist aber auch nur ein Effekt von den Chips. Also die haben auch noch andere. Ich kann gleich nochmal eine andere Seite vorlesen. 2. 6. Oh Mann, oh Mann. Jetzt kommt bestimmt schon wieder der Dreier. Achso, ich könnte mal was wegnehmen. Boah, ich müsste mal einen roten. Ich bräuchte jetzt einen roten Chip. Warum kommt denn jetzt kein roter? Das wäre so schön. Oh, wie schön. 7. 5. Oh, jetzt darf ich nicht den Dreier ziehen. Ach, so ein Pech. 5, nicht den Dreier. Du hast doch gerade extra Chips gezogen wegen der Krankheit, die meinte ich. Warte, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, die. Da steht extra drauf, ziehe noch welche aus dem Beutel und da, mit der Krankheit Ohrwurm kannst du nicht explodieren. Also das ist von der Krankheit Ohrwurm, wenn du sie heilst tatsächlich, kriegst du noch 3 Chips. Das versaut dir nur, dass du das Endfeld halt nicht sicher hast. Du bist dann weiter vorne, dafür kannst du mehr kaufen und mehr Siegpunkte, aber du kriegst vielleicht keinen Rubin. Oder, und ein grüner Chip könnte eventuell nicht gewertet sein, aber du kannst nicht explodieren. Nee, kannst du nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich explodiere nicht. Ich auch nicht. Okay, das heißt, ich zähle die Farben. 1, 2, 3, 4, 5. Weiß zählt ja nicht dazu. Ich habe genau 7. Ich auch. Und keiner ist explodiert. Nein. Dann darf ich noch 3 Chips und mein Ratten darf 1 weiter vor. 3 Chips. 1,
Ah, es sind blauer, das heißt, ich darf nochmal zwei ziehen und einen anbauen. Dann nehme ich natürlich den. So. Dann ziehe ich noch einen zweiten. Das ist der, was macht der hier nochmal? Du darfst jetzt einen. Der kommt wieder zurück. Ne? Ja. Und dann darf ich noch den letzten dritten. Wenn ich Glück habe, ziehe ich jetzt nochmal den Vierer. Nein, kein Glück. 1, 2, 3. Okay. Achso, man muss die alle einzeln ziehen, gell? Natürlich, sonst kannst du ja die Effekte nicht ausführen. Hast du geschummelt? Ja, da habe ich gerade geschummelt. Dann muss ich jetzt nochmal dreimal einzeln ziehen. Also ich kriege auf jeden Fall den Würfelwurf. Den kriegt die Banner ja auch, ne? Für jeden von uns einen Siegpunkt. Ja, ja. Dann kriege ich grün, rosa und schwarz. Schwarz hat die Banner auch. Das heißt, wir kriegen beide einen Schritt. Und beide einen, nee, kein Rubin. Ich habe zwei lila. Grün kriege ich nicht. Ich kriege einen Rubin. Lila habe ich einen, kriege ich immerhin einen Siegpunkt. Ich kriege auch einen Siegpunkt. Ah. Und dann Rubin auf dem Feld. Jupp. Dann Siegpunkte und kaufen, wenn man beides hat. Hast du beides? Ja. Wie viel kriegst du? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ich kriege 8, einen mehr. Ich darf kaufen für 23. Ich kaufe mal den für 9. Dann habe ich noch übrig 14. Für 14 kaufe ich mal noch den hier und für 3 den. Okay. Und dann sind wir in der vorletzten Runde. Und die Essenz geht wieder auf 0. Wähle, dein linker Nachbar darf einen weißen Einer-Chip permanent entfernen oder sich einen beliebigen Chip nehmen. Das ist ja ekelhaft. Also jeder von uns darf beides, ne? Nein, du. Wieso ich? Die gilt doch für uns beide. Ach so. Ich möchte einen weißen Einer entfernen. Warte mal, wählst du? Ich habe die Karte nicht ganz verstanden. Wähle. Du suchst das für den anderen aus. Ach so. Du darfst. Ach so, einen beliebigen Chip nehmen heißt, du darfst. Du nimmst einen beliebigen. Steht da. Du nimmst einen weißen Einer raus. Dann nimmst du auch einen weißen Einer raus. Kannst du gerade hergeben, das sind die zwei, die wir wieder reingemacht haben. Okay. Gut, dann. Let's get ready to mixing. 2. Die roten sollen noch später kommen. Deswegen habe ich so viel Kürbisse drin. Ist auch gerade wieder Kürbissaison. Jetzt viel Kürbissuppe. Toll, der Kürbis nach dem roten ist immer bravo. Sage ich doch. 1, 2, 3, 4 bei 2 und 1 weiter. Ich bräuchte jetzt mal dieses Kraut-Ding da. Kann ich nämlich den Vierer-Chip wieder reinschmeißen. 1, 2. 1, 2. Ah, so ein Pech. 3, 4, 5, 6, 7 habe ich jetzt genau. Jetzt einen ziehe ich noch. Komm. Einen habe ich noch Glück. Ha! Aber der bringt mir jetzt ja gar nichts. Weil da müsste ich ja weiterziehen. Ich glaube, ich traue mich nicht. Traue ich mich? Vierer, 1, 2, 3, 4. Dadurch kommt aber nicht ein Einser zurück. Ach, dieses Zocken. Ich bleib dabei. Ich höre auf. 6. Nee, da geht noch was. 1, 2. Ha, das ist ja geil. 1, 2, 3, 4. Den darf ich wieder reinschmeißen. 5 Farben habe ich. Kommt der in den Sack? Ich habe genau den Sack, sieben. Den ich mit Gelb entfernt. Ja, natürlich. Ja. Natürlich kommt der in. Was ist denn das für eine Frage? Ich darf da noch 3 ohne Effekt ziehen. Das mache ich jetzt gerade mal. 3, 4. Und mein Rattenstein geht nachher noch eins vor. Dann markiere ich mir hier mal. 4.
3 ohne Effekt. Also ohne, dass es explodiert. 5, 4. Nee, das lasse ich mal. Okay. Dann mach noch deine Essenz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Punkte. Ich habe 5, keine Sinn. Bist du explodiert? Nein. Nein. Gut, dann da. Dann Rattenstein drauflegen und vergiss das nicht. Auf die Cut. Und darf noch 4 ziehen. Das war die letzte 4 in meinem Beutel. Mhm. Das war gut, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Bist du explodiert? Nein. Soll ich den Chip aufgeben? Ja, vielleicht. Wir gehen beide 1 vor. Warte. So. Ja, hier. Bist du mit deiner Träne 1 vor? Aber ich bin doch noch gar nicht so weit. Ich bin doch hier noch am Ausziehen. Ach so. Dann warte ich kurz. So, jetzt. Träne trotzdem 1 vor. Ja, das habe ich gerade schon gemacht. Dann grün, lila, schwarz. Ich habe keinen schwarzen, ich habe aber lila. Ich habe einen schwarzen und 2 lilane. Gibt einen Siegpunkt und einen Rubin. Grün habe ich dann nicht als letzte. Dann Rubin vom Feld habe ich nicht. Ich auch nicht. Dann Siegpunkte und Einkauf. Sind bei mir 12. 15. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Was, du hast 15. Mhm. Sauerei. Und ich darf für 35 einkaufen. Oh, ich darf nur für 27 einkaufen, aber gut. Deiner scheint das ein Ticken besser zu spielen als ich. Nimm mal ein so ein Ding da noch. Den und den. Ein so ein Narrenkraut. Da. 10. So, und dann ist jetzt die 26. letzte Runde. Ich warte, ich muss gerade erstmal. Ich sammle ja trotzdem schon mal ein. Geld ist wie immer Siegpunkte wert am Schluss. Und jetzt bei der Essenz auch wichtig. Das sind auch Siegpunkte jetzt, was übrig bleibt. Muss ich gleich nochmal gucken, wie das war. 11. Weil die Schritte bringen einem ja nichts. Die Rattenschritte, ich meine, dass das dann Siegpunkte sind. Ich gucke nach. Was sagt die PDF-Anleitung in der letzten Runde? Achso, ich möchte noch eins kaufen. Wo ist die letzte Runde? Die stand hier da. Bekommt ihr keine auf der Essenz abgebildeten Boni, Rattenschwänze oder Siegpunkte, sondern stattdessen einen Siegpunkt pro Feld, das der Alchemie-Folgen vorgerückt ist. Das heißt, bekommt ihr keinen der auf der Essenz abgebildeten Boni. Genau, man kriegt einfach nur Siegpunkte pro Feld. Ja, das heißt hier 9 Siegpunkte. Genau. Okay, okay. Meine Ratte geht 1 vor. Meine auch, weil das stimmt. Ah, meine Ratte geht noch 1 vor, ne? Genau. Karte. Und dann. Die Spieler, deren Essenz nach der Essenzphase den höchsten Wert hat, dürfen einmal würfeln oder ihre Flasche auffüllen. Das ist Sauerei. Gut, dann mischen. Ziehen. Mischen. Warte, ich muss. Ziehen. Mischen. Ziehen. 2, 3, 4, mischen, ziehen. Oh Mann! Jetzt kommen die ganzen Roten, wahrscheinlich kommen jetzt die Orangenen nachher, das ist natürlich echt Mist. Ah, der da, dann kommt ein Roter wieder rein. Mischen, ziehen. Mischen, ziehen. Ach, das läuft nicht. Mischen, ziehen. Endlich mal eine Orange, jetzt sind kaum noch rote drin wahrscheinlich. Mischen. Ziehen. Guck mal, ich habe 6. Ich möchte mal meine Flasche hier nutzen. Für? Den Dreier. Chip hab ich Nein. Den letzten Mausi. Ach, den letzten. Auch gut. Warte, ist nicht so gut wie. Macht nichts. Dann den letzten, das ist immerhin 2er. Müssen wir hier auch noch aufpassen, dass sie hier geschummelt wird.
Mischen, ziehen. Warte, ich muss erstmal wieder reinmachen. Ja, noch schöner, wenn der Trank sowas kann. Ich nutze übrigens auch meine Flasche und schmeiße den Zweier wieder rein. Ich bin bei 3. Mischen, ziehen. Halt! Ich darf kurz 2 ziehen und einen anbauen. Das läuft nicht gut. 5, 6. Das ist aber jetzt riskant. Dann mischen, ziehen. 1, 2, 3. Mischen. Willst du aufhören? Ich überleg's. Aber nein, ich mache noch eine Runde. Ziehen. Das sind 7. Den wieder rein. Mischen. Na. Ziehen. Dann darf ich den wieder reinmachen. Ich habe jetzt 4. Mischen. Ziehen. Autsch. Jetzt riskiere ich schon was. Jetzt habe ich 2, 3, 4, 5. Okay. Mischen. Ziehen. Nicht den Dreier. Ich will zumindest bis zur 5-3 eigentlich kommen, damit ich die Bären noch überholen kann. Mischen, ziehen. Also jetzt muss ich kurz mal nachzählen. Achso, ich komme natürlich jetzt 5, durch die... 6, 7. Ah ne, die Essenz bringt uns ja die Schritte jetzt nicht. Mischen, ziehen. Nein! Ich komme zwar drauf, aber mein Trank ist explodiert. Meine auch. Okay. Dann die Essenz. Eine Farbe, zweite Farbe, dritte Farbe. Vierte Farbe, fünfte Farbe, 6 Farben. Ich habe keine 7 und. Ich habe 7. Aber erst bei mir explodiert und bei dir, damit haben wir genau 7 und kriegen 7 Punkte. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay. Wieso kriegst du den 8, wenn du auf der 7 stehst? 7. Warum nicht? Damit ich nah an dich rankomme. Also der war übrigens eingelöst. Dann kriegen wir beide nicht den Würfel. Was war die Funktion? Deren Essenz nach der Essenzphase den höchsten Wert hat, darf einmal würfeln oder ihre Flasche auffüllen. Also ich würfel einmal. Dann würfel einmal. Würfel mal. Doch. Dann grüne, schwarze, lilane. Grüne nix, schwarze 1, bringt aber nichts. Ich krieg nix. Lilane einen Siegpunkt. Dann Rubin vom Feld. Dann Siegpunkte oder Einkaufen. Ich nehme natürlich. Also Einkaufen ist ja jetzt auch Siegpunkte kriegen wir nicht. Nicht. Ich darf entweder die 14 nehmen oder die Hälfte davon ist mehr. Also ich nehme natürlich das Einkaufen macht auch Siegpunkte bei mir. Weil das sind bei mir 16 Siegpunkte. Es ist auf oder abgerundet. Ja, 2 davon sind. Nee, warte, 5 davon sind. Ach Quatsch, das ist nicht wenig. 5 davon ist ein Siegpunkt. Nee, dann nehme ich die 13. Siegpunkte. 14. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich ja wieder ein bisschen aufgeholt haben, aber halt nicht genug. Ach, ich kriege jetzt sogar 15 Siegpunkte, sehe ich gerade, weil ich bin ja hier oben. Und jetzt... Wissen wir da? Achso, ja, vergiss es. Einkaufen verfällt ja bei uns. Und jetzt darf man noch einen Schritt für jeweils 2, das ist bei mir halt nur einer. Ich glaube, das geht an dich. Genau. Das war die Erweiterung. Ich kann euch ja mal kurz vorlesen, was anders ist bei den Narrenkraut. Das war jetzt die eine Funktion vom Narrenkraut. Das andere ist, die Zugweite entspricht der Anzahl an Chips mit unterschiedlicher Farbe, dieser eingeschlossen. Das heißt, ihr habt die Funktion von der Essenz im Narrenkraut, dass ihr verschiedene Farben machen wollt. Das wäre diese hier. Ist auch ganz gut. Dann kann der halt dementsprechend weiter vor. Die Zugweite des Narrenkrauts entspricht der Summe an Werten weißer Chips in deinem Kessel. Also er geht dann so weit, wie ihr weiße schon verbaut habt. In der Essenzphase darfst du deine Essenzmarker um ein zusätzliches Feld mit jedem Narrenkraut vorrücken. Also immer einen Schritt hier auf der Essenzleiste. Das hier war jetzt der Ohrwurm. Wir haben noch Vampirismus. Du darfst einen zusätzlichen Chip für den erreichten Wert kaufen. Ist ja auch ganz cool. Dann, die hatten wir vorhin, glaube ich, schon vorgelesen, Vergesslichkeit. Du darfst einen beliebigen farbigen Chip aus deinem Kessel zurück in den Beutel legen. Und dann musst du aber die Essenz zurückziehen, dementsprechend.
Dann haben wir den Hexenbuckel. Legst du einen Chip auf ein Rubinfeld, darfst du deine Essenz um 2 Felder verringern. Dafür bekommt man einen Bonus, der hier dargestellt ist. Das heißt, wieder Chips kaufen, Würfel würfeln, Siegpunkte oder Rubin. Dann geht man auch dabei zurück. Oder hier das Hühnerauge. Du bekommst den auf deiner Essenz abgebildeten Bonus. Das kann ein Schritt sein, das kann ein Rubin sein, eine Flasche füllen, Würfel oder ein Blättchen. Also das ist dann ein zusätzlicher Bonus, den man kriegt. Die Rübennase. Du darfst deine Essenz um 2 Felder verringern und dafür einen gerade gezogenen Kürbis auf das nächste Rubinfeld legen. Auch nicht schlecht, weil die Rubinfelder sind ja auch immer Sprünge. Dann hier die Zubereitungsphase. Ziehst du einen weißen Chip, darfst du wählen, verringere deine Essenz um 2 Felder und rücke den Chip auf den aufgedrückten Wert zusätzlich weiter. Also aus dem Zweier Weiß kannst du 4 machen, wenn du Essenz zurückgehst. Oder verringere deine Essenz um 3 Felder und lege den Chip zurück in den Beutel. Oh, dann kannst du den Chip wieder, also das ist eine Flaschenaktion sozusagen für 3 Essenzpunkte oder doppelt so viel mit dem weißen Vorgehen für 2 Essenzpunkte. Und dann haben wir noch Schreckhaftigkeit. Ziehe zu Beginn der Zubereitungsphase die angegebene Anzahl Chips aus deinem Beutel, lege sie neben deinen Kessel, lege alle weißen Chips zurück in den Beutel. In der Zubereitungsphase kannst du statt aus dem Beutel zu ziehen einen der offenen nehmen. Das heißt, damit hat man eine Voraussicht, die dann neben dem Brett ist. Gratulation hier vom Udo ans Gewinnen. Die gewinnt in letzter Zeit viel zu oft. Irgendwas stimmt hier nicht in dem Haus. Es muss ein kleiner Fluch drauf liegen. Genau, das ist die Erweiterung, die jetzt rausgekommen ist. Beziehungsweise, nein, die kommt erst noch raus. Wie ihr gesehen habt, wir spielen das auch noch mit den PDF-Regeln. Und das hier sind noch Pre-Cuts. Die sind noch nicht so sauber gecuttet, wie das im fertigen Spiel sein wird. Aber wir können es euch somit dann schon vorstellen. Ja, ich finde die Erweiterung ziemlich lustig, weil sie dafür ja sorgt, dass man, normalerweise geht man ja auch bei dem Spiel manchmal ein bisschen drauf, dass man halt 2 Farben pusht und dann kommt man nach vorne. Aber man muss nicht so viel Buntes nehmen. Hier wird man auf jeden Fall drauf getrimmt, wie der Udo vorhin schon gesagt hat, dass man mehr Buntes macht und je nachdem, was das Zauberkraut noch kann, eventuell auch, ne? Weil hier war ja auch ein bunter Pusher. Das stimmt, wobei ich das andere eigentlich auch ziemlich cool fand, was wir jetzt hatten, ne? Dass du so einen Chip nochmal reinlegst, dass mir vorhin echt, da habe ich einen Viererchip rein, den habe ich dann auch nochmal gezogen. Ich glaube, es könnte aber auch spannender werden, wenn im Zweier- oder im Vier-Personen-Spiel jeder wirklich andere nimmt. Aber das ist, man ist dazu nicht gezwungen, aber auch das kann sehr fies sein, weil man, stimmt, du kannst dann, man kriegt die Funktion ja nicht. Ja. Ne? Und dann sagt man immer, den wollt ihr alle. Ja, genau, das ist das Ding, das hier ist die Schachtel, ist demnächst so dann im Handel mit richtig ausgedruckter Anleitung. Was Sie vielleicht noch reinzeigen könnten, dafür hatte ich sie eigentlich hier. Liegen hier unten, aber ich kann. Ah, warte. Ich hatte bei Board Game Geek was gekauft, weil ich das Spiel auch sehr mag. Und das wollte ich euch mal zeigen, dass es sowas gibt. Gibt es leider aktuell nicht von Schmidt, aber im BGG Store gibt es zumindest 2 Sachen davon noch. Und zwar einmal gibt es hier diese Beutel. Die sind etwas größer als die Originalbeutel und sie sind schön bedruckt. Also es gibt einen für jede Farbe. Und da sind die ganzen Rohstoffe drauf. Also den gibt es dann auch in Blau und in Grün haben. Und in Schwarz. Die sind alle so schön bestickt. Und was bestickt sind sie nicht, die sind bedruckt. Und was auch noch sehr cool ist, es gibt diese Chips hier. Und es gibt ja Spieler, die spielen es bis zum Vergasen. So kann man es ja gar nicht sagen. Es gibt Spieler, die spielen das bis zum Verrücktwerden. Und dann kann man die Chips austauschen. Die sind hier mit Hitzedruck auf Plastik gemacht. Ich hoffe mal, die Kamera fängt das ungefähr ein. Das geht nicht mehr ab. Das heißt, die fühlen sich erstmal ziemlich cool an gegenüber den Pappchips und verschleißen nicht so krass, wenn überhaupt. Und die gibt es auch bei BDG, ist allerdings relativ teuer, weil ihr müsst das Ganze verzollen. Das heißt, so ein Paket hier kostet euch leider dann umgerechnet fast 40 Euro. Dafür kriegt ihr halt auch ein neues Quacksalber von Gatlingburg-Spiel. Ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Weil wer sowas mag und das Spiel sehr, sehr oft spielt, der kann da natürlich auch zugreifen. Theoretisch könnt ihr diese Sachen auch in Essen auf der Spiel kaufen, wenn sie dann das nächste Mal stattfindet. Weil die Goodies aus dem BGG-Store konnte man ja am Board Game Geek Stand auch holen, so wie ich das verstanden habe. Ich hatte mir die letztes Jahr bestellt. Das hat echt lang gedauert, ich glaube 2 Monate oder was. Und dann wurde es noch verzollt. Wenn ihr sowas bestellt und das Spiel mögt, tut euch vielleicht mit anderen Leuten zusammen. Noch wichtig ist, diese Chips basieren auf der englischen Anzahl der Chips. Das heißt, es ist hier in irgendeiner Farbe ein Chip weniger als in der deutschen Version.
Ich glaube nicht, dass das dem Spiel schadet. Das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, welcher es jetzt war. Müsste ich nochmal gucken. Ich habe davon 2 Sets bestellt gehabt. Und wenn ich das nicht brauche, gebe ich das vielleicht einem Kumpel dann weiter. Aber das muss euch dann auch noch bewusst sein. Ja, ansonsten, Berner, wie fandst du die Erweiterung? Gut. Also ich mag ja Quacksalber von Quedlinburg. Ich finde es immer noch ein gutes Spiel. Was heißt immer noch? Ist ja auch gerade 2 Jahre her, dass es Kennerspiel geworden ist. Nee, ich finde, die Erweiterung ist abwechslungsreich. Es bringt nochmal viele neue Elemente rein. Also was heißt nochmal die neuen Rohstoff. Du musst ein bisschen anders spielen. Es bringt andere Vorteile durch die unterschiedlichen Karten. Wie du schon gesagt hast, könnte mir auch vorstellen, dass es spannend ist, wenn jeder ein unterschiedliches Plättchen so, also nimmt eine unterschiedliche, einen unterschiedlichen Patienten. Ah, genau, Patienten heißen sie, ja. Von daher finde ich das absolut gut. Ob man, also man kann auch mit dem Grundspiel natürlich Spaß haben, aber wer noch ein bisschen Abwechslung will, für den ist das absolut das Richtige. Ich habe mir gerade auf der Rückseite mal hier einen Text durchgelesen, die sind auch alle lustig anscheinend geschrieben. Schreckhaftigkeit. Diese Krankheit ist zwar nicht lebensbedrohlich, wird jedoch oft von finanziellen und sozialen Nachteilen begleitet. Dazu gehören vor allem Drohungen von Miterschrockenen sowie die Schadenfreude Umstehender. Nach derzeitigem Stand der Quacksalberei gilt die Schreckhaftigkeit als unheilbar. Ebenso gut ist aber denkbar, dass die Quacksalber lediglich kein Heilmittel herausgeben, weil sie viel zu gerne selbst die Patienten erschrecken. Sehr schön. Ja, ich habe, glaube ich, meine Meinung schon gesagt. Also ich finde es auch tipptopp. Ich würde es nicht mit Leuten spielen, die das Spiel nicht kennen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Die sind schon erstmal genug damit beschäftigt, die ganzen verschiedenen Zauberbücher durchzuspielen in verschiedenen Partien. Und dann jetzt noch das anzufangen oder hier dann die Rückseite, die es ja auch nochmal komplexer macht. Es kostet nicht mehr Zeit. Ich finde es für Leute, die das 1-2 Mal schon gespielt haben oder halt auch schon länger nicht mehr gespielt haben, aber damals öfter, für die bringt das nochmal einen neuen Gag rein und hat auf jeden Fall sehr süße Illustrationen. Macht man nichts verkehrt. Also wie bei allen Erweiterungen, wenn euch das Spiel gefällt, zuschlagen. Es macht das Spiel nicht länger, es macht es variabler, es macht es wieder anders. Und man kann, das Coole ist, man kann sie ja rausnehmen, man kann sie mit dem Grundspiel verbinden oder wenn ihr wollt auch, wie hieß denn die erste Erweiterung? Hexen? Die Hexen. Die Hexen, man kann es auch mit den Hexen verbinden. Genau. Ja, das war die Quacksalber von Quedlinburg, in diesem Fall die Erweiterung, die Alchemisten, die es demnächst auf dem Markt dann bei dem Händler eures Vertrauens gibt. Und dann kann ich mal hier Record Ende drücken.